Hallo, ich bin Carsten und ich begrüße euch heute zum Verlosungsvideo zu meinem 100 Abo Plus Giveaway. Aber ich würde sagen, ich koche mir erstmal einen Tee.
Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal einen Tee gekocht auf dem Hobo. Hab's mir hier in der Ecke bei uns im Garten gemütlich gemacht. Leider jetzt im Herbst, wo die Bäume die Blätter verlieren, hört man so ein bisschen mehr die Autobahn. Aber ich denke mal, das soll uns jetzt nicht großartig stören. Was soll ich sagen? Ich muss schon wieder Danke sagen. Danke für die ganzen VAs, die gekommen sind. Es haben insgesamt 28 Leute teilgenommen, wobei die meisten von den 28 Leuten tatsächlich VAs geschickt haben. Ich glaube 5 oder 6 Fototeilnehmer und der Rest sind Tatsache VAs gekommen. Und ich muss euch sagen, da sind wirklich ganz, ganz tolle Filme dabei entstanden. Und ich muss sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das Schöne ist wirklich, dass jeder, der teilgenommen hat, hat sich wirklich Mühe gegeben, hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich was Besonderes zeigen zu dem Thema. Nicht einfach nur, ja komm, ich schneide mal eben 2 Szenen zusammen und fertig ist die Laube. Nee, da waren wirklich richtig, richtig tolle Dia-Shows dabei, richtig, richtig tolle Filme dabei, wo ich sag, Mensch, das habt ihr nur gemacht, weil ich dazu aufgerufen habe. Finde ich eine tolle Sache. Ja, und was gab es nochmal zu gewinnen? Also für jeden als Zusatzpreis zum einen dieses Überraschungspaket. Dann gab es als Grundpreis für alle nochmal den Notkocher 71. Dann für den zweiten Preis und für den ersten Preis wieder das Überraschungspaket. Der Notkocher 71, der Tatonka-Becher und die Nalgene-Bottle. Ja, jetzt gibt es erstmal nochmal einen Schluck Tee. Weil jetzt wird spannend. Jetzt entscheidet sich, wer was gewonnen hat. In diesem kleinen Blecheimer sind die Lose drin. Die habe ich vorhin vorbereitet. Irgendwie, naja, so viel sieht es nicht aus. Aber es täuscht, es sind doch insgesamt über 50 Lose, die da drin sind. Oder an die 50 Lose. Also, wer gewinnt dann jetzt den dritten Preis, den Notkocher der Schweizer Armee? Schauen wir mal, wen ich dann hier in der Hand habe. Das erste Los. Habe ich zur Sicherheit nochmal mit Tesafilm fixiert, dass ich da keine zwei Lose miteinander verhaken können. Und der dritte Preis geht an den Olli, Bunga Bunga Roa, geht nach Hamburg. Es freut mich, dass du dabei bist, du hast eine ganz tolle VA gemacht, da habe ich echt Spaß dran gehabt. Und wie gesagt, Olli, der dritte Preis ist deiner. Na, du sahst öfter mal bei VAs ab, das habe ich schon gemerkt. Na, schauen wir mal, wer dann jetzt den zweiten gemacht hat. Da geht es dann um den Tatonka-Becher, Notkocher und das Überraschungspaket. Na, schauen wir doch mal. Ich trinke erst noch ein Stück Tee, bevor der kalt wird. Also, ne, ich schaue dann mal, keine Ahnung wohin. Und hab wieder ein Los rausgefischt. Wen haben wir denn da?
Und der zweite Preis geht an Tatanka. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dann jetzt den Tatanka-Becher, den Notkocher und mein Überraschungspaket gewonnen. Freut mich auch sehr. Und was schönes Wetter heute, ne? Hab mir hier eigentlich eine schöne Ecke im Garten ausgesucht. Aber okay, ihr wollt wissen, wer ist der erste Gewinner? Wer hat heute das Glück? Wer hat heute am meisten Glück? Ich weiß nicht, ob das auch eine gute Idee war mit dem Tesafilm, aber egal. Was eine Stelle gefunden. So, und der erste Preis geht an den Outdoor Heinz. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ging ja jetzt dann im Endeffekt doch schnell. Haben wir ruckzuck rausgefunden, die drei Preise. Also, der dritte Preis geht an den Olli. Also, ja, wo habe ich denn jetzt? Also, wie gesagt, der dritte Preis, Bunga Bunga Oa, der Olli. Der zweite Preis, Tatanka. Und der erste Preis, der Outdoor Heinz. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Wie gesagt, es war super, es waren wirklich tolle VAs. Ich habe wahnsinnig Spaß gehabt dabei. Ich hatte den Eindruck, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit der Aktion. Und na, schauen wir mal, wann es wieder soweit ist, bis ich mal wieder eine Verlosung starten kann. Schauen wir mal, beim nächsten Mal wird es aber dann wahrscheinlich nicht um die Abonnenten gehen. Also bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.